Auch im Volleyball neigt sich die Bundesliga-Saison dem Ende zu. Vom letzten Spiel der Hauptrunde ist den BR Volleys die Tabellenführung nicht mehr zu nehmen. Das bringt im Playoff-Start Heimvorteil. Ziel ist es, nach dem historischen Pokalgewinn nun auch wieder den deutschen Meistertitel nach Berlin zu holen. Nach intensiven Wochen setzt sich das Programm mit wahrscheinlicher Erfolgsgeschichte in den Playoffs und im CEV-Cup fort und erfordert einen weiteren Kraftakt. Von Verletzungen gebeutelt gehen die Berliner auf dem Zahnfleisch und hoffen auf schnelle Genesung der angeschlagenen und verletzten Spieler. Der Gegner, die VSG Coburg, ist auch gebeutelt und wurde mit weiterem Punktabzug und somit als Absteiger bestraft. Hier geht es nur darum, sich mit Anstand aus der Elite-Liga zu verabschieden. Trotz dieser Konstellation sind 3.712 Zuschauer gekommen und vom Spiel begeistert. Robert Gromm schmettert das genaue Zuspiel und der abgewehrte Ball geht ins Aus. Aufschlag hat Felix Fischer, Nicolas Le Goff und Ruben Schott blocken erfolgreich ins Feld der Gäste. Die Linie gehört zum Feldtrainer Roberto Serniotti, musste beim Abschlusstraining bei den wenig verbliebenen Spielern fragen, wer steht überhaupt noch einsatzbereit zur Verfügung. Coburg hielt in den Sätzen stets bis Mitte des Satzes gut mit. Roberto Serniotti wechselt, berät taktisch im Timeout und bringt alle zur Verfügung stehenden Akteure ins Spiel. Das könnte die erfolgreichste Saison der Berliner werden. Wir fragen Sebastian Kühner, ob er denn mit seinen Einsatzzeiten zufrieden ist. Nein, wir haben einen sehr starken Kader und da hat sich einfach über die Saison eine erste Sechs gefunden. Und über die lange Zeit, wo wir viele Spiele, schwere Spiele hatten, haben wir dann meistens auf die erste Sechs zurückgegriffen. Aber wie gesagt, ich bin immer bereit und wenn ich reinkomme, dann gebe ich alles. Ja gut, wir sind Vizemeister gewesen. Ich denke, wir haben uns gut verstärkt. Natürlich ist der Anspruch, den Meistertitel wieder nach Berlin zu holen, gar keine Frage. Aber da spielen auch noch andere noch ein Wort mit. Ich hoffe nur, dass wir von weiteren Verletzungen verschont bleiben. Gegenwärtig können wir nur mit 10 Spielern trainieren. Davon sind auch wiederum einige angeschlagen. Das verfolgt uns leider ein bisschen zu sehr. Ansonsten wäre ich optimistischer. Aufschlag Paul Kroll. Gut und wieder gute Reaktionen. Und abermals Robert Gromm mit dem Punktgewinn. Der Ball geht vom Block ins Aus. Lieber Kevin Niromant, was heißt eventuell das Double zu schaffen? Sebastian Kühner sagte uns daraufhin wortwörtlich, wir streben nach dem Triple. Und Sebastian darf aufschlagen, ganz sicher. Guter Ballwechsel und diesmal die VSG darf punkten. Dennoch belegen die Aufnahmen von Enrico Formowitz, wie gut die Berliner aufeinander abgestimmt sind. Stimmung im Volleyballtempel, die Zuschauer danken es. Bejubeln jeden Ballgewinn und Paul Kroll wieder mit diesem Diagonalschlag. Mit 25:14 und 25:17 zogen in der Endphase die Berliner davon, total ungefährdet. Im dritten Satz benötigten die BR Volleys bei souveräner 10-Punkte-Führung mehrere Matchbälle. Das einzige Manko im Spiel. Dieser Ballwechsel zeigt die Dominanz der Berliner. Letztendlich ging Satz 3 auch mit 25:20 aus. Ein klarer 3:0 Heimsieg. Hier zwei sehenswerte Ballwechsel. Zu schwach und zu einfach für die Berliner. Das ist keine Gefahr. Und dann letztendlich der bereits angekündigte und erfolgreiche Matchball bei Aufschlag der Coburger. Und jetzt wieder gut gestellt. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Glückwunsch. Noch einmal Sebastian Kühner.
Zu Erfolgen gehören immer alle. Das sind nicht nur die 12 Spieler und das sind auch nicht nur die 3, 4 Trainer, sondern da gehören noch viel, viel mehr dazu. Leute, die uns den Rücken frei halten rund ums Management und so. Das ist immer, also das wäre zu einfach zu sagen, der Erfolg gehört nur auf den Spielern. Aber sicherlich, wir haben einen sehr starken Kader, wir haben 12 super Spieler. Und klar, jetzt gerade haben wir wieder 2 Verletzte. Wir hatten über Silvester auch mehrere Verletzte über die Zeit, im Dezember, Januar. Da müssen wir gucken, dass wir die alle wieder an Bord kriegen, damit wir alle Optionen haben. Und dann haben wir definitiv einen sehr, sehr starken Kader. Im CEV-Cup der letzten 4 kommt am Dienstag mit dem belgischen Meister ein viel, viel stärkerer Gegner und die Playoffs starten nach dem Rückspiel in Belgien hier am 26.03. vor Ort.